Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir Amaretto Sour. Wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann bleib doch einfach mal dran. Jetzt geben wir als allererstes zwei Eiswürfel in unser Glas. Und dann geben wir schon mal ein paar Eiswürfel in unseren Shaker. Dann geben wir einmal leckeren Amaretto drauf. Amaretto ist ja ein Mandellikör. Davon geben wir 4,5 cl auf unser Eis. Dann 3 cl Bourbon da drauf. Ich nehme einen leichten Four Roses. Schönes blumiges Aroma. Dann 3 cl an Zitronensaft. Und noch ein halbes Eiweiß. Ich habe schon mal heute einen Cocktail mit Eiweiß oder Eiklar gemacht. Deswegen habe ich hier den Rest. Und dann, wenn es durchgelaufen ist, werden wir alles shaken. Säumen wir es erstmal in ein separates Glas ab, weil wir hier die Eisstücke rausfiltern werden. Ihr seht es einmal hier, was im Sieb hängen bleibt. Und wir nehmen euch alles mit, alles an Flüssigkeit mitnehmen. Jetzt den Shaker ausspülen und Eis raus. Der Shaker ist jetzt leer, ohne Eis. Jetzt kippen wir unsere Flüssigkeit zurück in den Shaker. Und werden das jetzt alles nochmal ohne Eis shaken, das nennt man dann Dry Shake. Und durch diesen Dry Shake gibt es richtig viel Schaum. Alles in unser Glas geben. Und ihr seht hier, was an Schaum dabei rumkommt. Man hört so richtig das Knistern. Das ist der Amaretto Sour. Ich rieche einmal. Und ganz klar duftende Mandel, so soll es auch sein. Mandel kommt durch, der Bourbon, den schmeckt man, ist aber recht milder gewesen. Und dann hat man auch die Fruchtigkeit von der Zitrone. Ja, mit dem Eiweiß, ich weiß, viele von euch kennen keine Eiweiß-Cocktails, aber ich finde es super lecker. Und es macht auch so richtig schönen cremigen Schaum. Und wie gesagt, die Mandel, die kommt durch, die Hauptkomponente, sehr lecker. Wenn du das mal nachgemacht hast, schreib mir einfach in die Kommentare, schreib mir deinen Lieblings Cocktail in die Kommentare, schickt mir ein Foto und dann bin ich raus. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.